Ich bin Steffi Langenau, ich bin Pfarrerin in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Bad Salzuflen zusammen mit meinem Kollegen Uwe Wiemann. Diese Gemeinde hier ist eine Tochtergemeinde von Bergkirchen und ist 1880 gegründet worden. 1900 ist sie dann selbstständig geworden und 1892 ist die Erlöserkirche eingeweiht worden, die man hier im Hintergrund sehen kann. Es gibt dann eine Kirche auf der anderen Stadtseite noch, das ist die Auferstehungskirche. Die Auferstehungskirche ist 1966 eingeweiht worden, weil die Erlöserkirche zu klein wurde für die vielen Lutheraner, die in der Nachkriegszeit sich hier angesiedelt haben. Mir gefällt an dieser Gemeinde, dass ein deutlicher Schwerpunkt auf der Gestaltung verschiedener Gottesdienste liegt, also mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen und Profilen. Und wir haben einen großen Schwerpunkt in der Kirchenmusik. Über 100 Kinder singen in Kinderchorgruppen. Und es gibt eine Kantorei und wir haben eine große Bandbreite von unterschiedlichen Konzerten in beiden Kirchen und im Gemeindehaus. Und außerdem ist die Gemeinde sehr stark verbunden mit Partnern in Übersee, über Jahrzehnte mit der Mekane-Jesus-Kirche in Äthiopien, wo es einen regen Austausch mit Reisen und vielen Projekten gibt und auch über die Gosna-Mission mit Indien und Nepal. Und wir sind über die Wände hinaus eng verbunden mit unserer Partnergemeinde in Rostock-Schmal, sodass wir eigentlich immer viel Besuch haben, viele Reisen machen, die Gemeinde nicht nur sich selbst hat.